Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video darf ich euch drei verschiedene Varianten der Nautic Master von Findeisen vorstellen und bevor wir jetzt gleich in die Details der Uhr gehen und auch erfahren, wie diese Uhr eigentlich entstanden ist, möchte ich noch mal einen Blick auf die Marke und ihren Gründer werfen, um euch im Prinzip mitnehmen zu können in die Gedankenwelt, wie es eigentlich zur Entstehung der Marke Findeisen gekommen ist. Der Gründer der Marke Martin Zettel ist weder Uhrmacher noch hatte er vor seinem Eintritt in die Uhrenwelt irgendetwas damit zu tun, außer dass er Uhren selber schon immer mochte. Es hat bei ihm angefangen mit einer kleinen Quarzuhr im Kindesalter und ging dann weiter über Swatch-Modelle bis hin zu einigen Casio-Modellen. Ich denke, diese Wandlung und dieses Heranführen an die Uhrenwelt haben viele von uns auch selber erlebt. Später ging dann die Reise zu Seiko, Mido und Sin und dann folgte eine lange Zeit, in der Martin gar keine Uhr mehr getragen hat. Diese Phase sollte endlich. In dem Moment, als seine Frau, als die Frau von Martin, die Geschichte seiner Großmutter, das war die letzte geborene Findeisen, über ihren Vater Max Findeisen hörte. Denn Max Findeisen hat selber in den 1960er Jahren das Zifferblatt einer Armbanduhr umgestaltet und mit dem Findeisen-Schriftzug versehen. Martins Frau war daraufhin sehr fasziniert, denn sie fand den Namen Findeisen sehr, sehr schön und war der Meinung, dass man daraus doch etwas machen kann. Die ersten Gedanken an eine eigene Marke mit dem Namen Findeisen hatte Martin daraufhin 2014. Richtig konkret wurde es dann schließlich mit der Markenregistrierung im Jahr 2017. Martin allerdings hat keinerlei Wissen über den Bau von Uhren und musste dementsprechend wirklich bei Null anfangen. Er suchte daraufhin jemanden, der ihm beim Design und auch bei der Herstellung der Uhren helfen konnte. Er hat in diesem Zuge bei verschiedenen Herstellern angefragt, ob dort seine Uhren gebaut werden können, hat aber leider einige Absagen kassiert. Denn einer der Hersteller hat Wegen der Konkurrenzvermutung abgelehnt, der andere wollte mindestens 500 Stück von jedem Modell produzieren, der nächste war viel zu teuer und der letzte im Bunde war von den Designmöglichkeiten her leider sehr eingeschränkt. So musste Martin also das Ganze komplett alleine auf die Beine stellen und kam durch die Empfehlung seines Designers, den er dann schließlich gefunden hat, zu seinem Fertigungsleiter Andreas, der jetzt auch sämtliche Uhren von Findeisen baut. Das Design der ersten Uhren stand damals ein wenig im Hintergrund, denn die Uhren sollten gefällig sein. Es sollte also eine möglichst große Schnittmenge an Leuten angesprochen werden. Doch Martin musste in der Uhrenwelt relativ schnell das Wort generisch kennenlernen, was aus heutiger Sicht auch auf die ersten Modelle von Findeisen sicherlich ein Stück weit zutrifft. Doch auch mit diesen Modellen konnte man bei Findeisen schon einen beachtlichen Erfolg verzeichnen, sodass es durchaus weiterging, nur eben sich dann designtechnisch in eine andere Richtung entwickeln sollte. Im Sommer 2020 hat sich Martin dann schließlich gemeinsam mit seinem Designer an das nächste Modell gemacht. Und das sollte die F-1253 Taucheruhr werden. Durch die Covid-19 Krise stand Martin dann aber letztendlich vor der Frage, wie es jetzt eigentlich weitergehen soll. Also ob man vielleicht eine günstigere Schiene fahren sollte oder ob man die Uhren dann doch noch exklusiver machen kann und Martin hat sich für die letzte Variante entschieden und mit Damasco Kontakt aufgenommen. Mit der Einführung des FW4251 Kalibers, das wiederum entstanden ist auf Basis des Kalibers A26.2 Top von Damasco, hat das Unternehmen Findeisen es dann geschafft, eine ganz an Käuferschaft und eine ganz andere Gruppe an Interessenten anzusprechen. Doch was zeichnet nun die Nautic Master aus? Die Nautic Master ist die Uhr, die wir hier im Video haben und die es in ganz, ganz vielen verschiedenen weiteren Varianten auf der Homepage von Findeisen gibt. Schaut da also unbedingt mal vorbei. Diese drei Modelle hier stehen repräsentativ für die große Auswahl an Uhren. Die Nautic Master ist die Weiterentwicklung der f 1253 Taucheruhr. Das sieht man beispielsweise auch an der Modellkennung auf dem Gehäuseboden, wo vermerkt ist F-1253-NM. Die Unterschiede sind nur optisch. So wanderte beispielsweise das Datum auf 6 Uhr für eine bessere Symmetrie. Der rote Ring wurde eingeführt und als die markanteste Änderung kam dann die DLC-beschichtete Lunette hinzu. Wir haben also eine Uhr, deren Basis bereits in Form der vorherigen Erfindung von Findeisen existierte, wo hier aber nochmal einiges an der Optik geändert worden ist. Wie schon bereits das Gehäuse der F-1253, das ja bei der Nautic Master 1 zu 1 übernommen worden ist, ist auch die DLC-Lünette eine komplette Eigenentwicklung der Marke FindEisen. Die Lünette aus Edelstahl ist einteilig, die DLC-Version aber wiederum ist zweiteilig. Das Inlay ist gezackt, das seht ihr ja auch sehr schön in den Aufnahmen, was aber wiederum die Produktion deutlich schwerer macht und dadurch wurde dann das Gehäuse auch 147% teurer als das Gehäuse mit der einteiligen Lünette. Hier seht ihr also was für eine Entwicklungsarbeit und letztlich auch was für ein Kostenblock hinter solchen individuellen Designs stecken kann. Die Lünette die wird auf einem Keramikkugellager geführt und ist damit untrennbar mit dem Gehäuse verbunden und alle Elemente auf der DLC-Lünette leuchten bei Nacht. Es ist alles super Luminova BGW 9, außer bei dem Minutenzeiger, da haben wir GWG 9. Ebenso eine Eigenentwicklung ist auch das Stahlband sowie die Taucher Die seht ihr sehr schön, wie sie funktionieren kann mit diesen kleinen Knöpfchen, das man umlegt und wo man dann eben entsprechend die Schließe weiter oder auch kürzer machen kann und eben auch fein justieren kann. Alles sehr gut. Durchdacht. Die Schließe ist zwar in meinen Augen relativ groß, aber sie bietet eben auch sehr, sehr viel Know-how und sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Band einzustellen. Von daher ist das für eine Taucheruhr in meinen Augen sehr passend. Alle Bänder verfügen über ein Schnellwechselsystem und lassen sich somit flexibel hin und her tauschen. Ihr seht ja auch hier im Video die verschiedenen Bandvarianten. Da sind also die Möglichkeiten wirklich sehr vielseitig. Das Glas der Taucheruhren ist sechsfach farblos entspiegelt, dreifach innen und dreifach außen. Und die Nautic Master kommt zum Kunden immer in einer Transportbox darin kann die Uhr aber dann beispielsweise im Nachhinein noch Earpods und weiteres gelagert werden, das eben geschützt werden soll, aber es gibt eben auch dazu für jeden Kunden die Optimus, das ist die Aufbewahrungsbox in schwarzem Hochglanz. Also wir haben hier im Prinzip zwei Dinge vereint. Wir haben ein, ich nenne es mal eine Transportbox, die flexibler gestaltbar ist, beispielsweise für Urlaube und Co und wir haben die typische etwas festere Box in schwarzer Glanzoptik, wenn man die Uhr eben dann schön drapieren und vielleicht zu Hause aufstellen möchte. So viel jetzt mal als erste Informationen zur Marke, zur Martin und eben auch zu ersten technischen Hardfacts. Weitere technische Zahlen, Daten und Fakten kommen jetzt und danach geht es dann zu meiner Meinung zu dieser Uhr über. Ich habe euch ja jetzt bereits einiges genannt an technischen Zahlen, Daten und Fakten. Jetzt möchte ich euch aber nochmal die wirklichen Hardfacts rüberbringen, damit ihr in Kürze auch die Dimensionen sowie das Werk der Uhr nochmal versteht. Wir haben ein Gehäuse aus Edelstahl, Perl gestrahlt und je nach Ausführung die Lünette DLC beschichtet. Wir haben ein Durchmesser des Gehäuses von 41,5 mm bei einer Höhe von 12,5 mm. Also für eine Taucheruhr in meinen Augen recht gut. Also keine zu große Höhe, dennoch eine präsente und ja bemerkbare Uhr die sich nicht zu verstecken braucht. Der Bandanstoß beträgt 20 mm und Lack zu Lack haben wir 47 mm. Die Zifferblattfarbe unterscheidet sich natürlich je nach der Variante, die ihr wählt. Wir haben oft einen Sonnenschliff mit Farbverlauf oder eben auch das weiße etwas mattere Blatt. Wie gesagt, schaut da unbedingt mal auf der Homepage, da gibt es ganz ganz viele verschiedene Versionen. Die Rahmen der unterschiedlich designten Zeiger und die erhabenen Indizes sind poliert. Wir haben, wie gesagt, das beidseitig antireflektierende Saphirglas und wir haben eine Wasserdichtigkeit von 20 bar. Das Armband ist ebenfalls, je nachdem in welcher Ausführung wir uns bewegen, aus Edelstahl oder Kautschuk, in der Edelstahlvariante perlgestrahlt und in jeder Variante eben mit einer Taucherschließe versehen. Das Uhrwerk an und für sich ist das Automatikwerk FW4251. Das basiert auf dem Damasco A26.2 Manufakturkaliber, hat eine Gangreserve von 42 Stunden und wir haben ein Gewicht der Uhr am Edelstahlband ungekürzt von 198 Gramm und am Kautschukband auch ungekürzt von 145 Gramm und ganz ganz wichtig alle Nautic Master Modelle sind auf Wunsch auch mit der Krone auf der linken Seite zu bekommen das ist in meinen Augen ein Riesenvorteil denn so kann man je nachdem wo da die Präferenz ist die Uhr entsprechend rechts oder links tragen kommen wir nun zu meiner persönlichen Meinung und hier kann ich mich tatsächlich relativ kurz fassen ich habe die Uhr anfangs einfach nur optisch schön gefunden und habe sie das erste Mal auf der Micro Praha Ende 2023 in Prag gesehen die drei Vari die ihr hier im Video habt sehen können, hatte ich dann 10 bis 12 Tage bei mir im Studio und hatte so ausreichend Zeit, die Uhren wirklich zu testen und anzulegen und auch die Haptik mal kennenzulernen. Und zum einen finde ich, die Uhr trägt sich mit ihrem Durchmesser von 41,5 mm und dem sehr extrovertierten Lünettendesign sehr, sehr gut am Handgelenk. Mein Handgelenk selber hat einen Umfang von 18,5 cm und ich denke, die Proportionen sind hier sehr passend. Man kann allerdings auch mit einem etwas breiteren oder mit einem etwas dünneren Handgelenk mit Sicherheit. Diese Uhr gut tragen, so zumindest meine Meinung. Und was ich so schön finde, sind diese ganz, ganz vielen verschiedenen Varianten der Nautic Master, die ihr auf der Homepage sehen könnt und die man dann eben tragen und sich vorher natürlich zusammenstellen kann. Die Zifferblattfarbe, das Band, all das kann sich unterscheiden. Auch bei der Lünette gibt es ja verschiedene Varianten, wobei natürlich die zweiteilige Lünette da hervorzuheben ist. Und ich finde, alles in allem haben wir hier wirklich eine sehr hochwertige Uhr. Das fängt bei dem Werk an, das ja auf Basis eines damaskokalibers kalibers eben in der Uhr schlägt und das geht über das Selbstentwicklung. Gehäuse sowie über die Bänder hinweg bis hin zur Tauchschließe, die ihre Funktion zuverlässig erfüllt. Und ja, ich würde sagen, wir haben hier wirklich eine gut gelungene Uhr. Was ich immer so schön finde an kleineren Brands und auch das ist hier der Fall, wir haben eine sehr große Nahbarkeit, das heißt man trifft auch mal den Gründer selber am Messestand. Wir haben die Möglichkeit, alle Nautic Master Modelle eben auch mit der Krone links zu bekommen, was finde ich eine super, super Sache ist, denn so kann jeder der potenziellen Käuferinnen und Käufer die Uhr eben so konfigurieren, dass sie rechts und oder links getragen werden kann und preislich den Preis bin ich euch noch schuldig schaut da auf die Homepage weil es gibt wirklich ganz ganz viele Varianten bewegen wir uns von 3.000 Euro bis 3.490 Euro je nach Ausführung was natürlich Band Lünette und Co angeht und ich denke das ist die Uhr auch allemal wert bei all dem was ich euch hier habe schildern und beschreiben können jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung was sagt ihr zur Nautic Master von Findeisen kanntet ihr die Marke vielleicht schon habt ihr vielleicht sogar eine Uhr von Findeisen Egal ob die Nautic Master oder ein anderes Modell. Schreibt mir all das unten in die Kommentare. Ich freue mich, von euch zu lesen und sage bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.